So, liebe Leute, willkommen zurück. Euer Verbergen wieder am Mikrofon, Europa Universalis. Ja, in der letzten Folge hatten wir einen genialen Krieg. Wir haben zwar irgendwie rein vom Land nicht viel dazu gewonnen. Ich finde aber, er war wirklich schon mal bezeichnend dafür, dass wir uns im Militär auf Rang 1 gepusht haben, auf der ganzen Welt. In der Administrative sind wir auf Platz 2 und in der Diplomatie auf Platz 4. Also, wenn jetzt jemand behauptet, wir sind niemand, dann stimmt das nicht. Ja? Wir sind schon wer. Also, schon recht groß, schon recht stark und durch die Annektierung von Magdeburg nur noch ein wenig souveräner. Muss halt nur sagen jetzt, müssen wir leider vielleicht, naja gut, leider will ich gar nicht sagen. Wir müssen einfach jetzt mal ein paar Jahre vergehen lassen, ins Land streichen lassen und wir werden mal schauen, wo wir uns dann weiter expandieren. Natürlich liegt unser Fokus hier, da sind wir schon am Anspruch fingieren bei Thüringen, wollen es aber auch nicht mit zu großem Aggressivitätsmalus machen, deswegen bleiben wir da auch mal ein bisschen entspannt. Wir haben Brandenburg super abgetrennt, wir haben unsere Hauptstadt nach Danzig verlegt, dort möchte ich es auch ganz gerne behalten. Für mich ist das einfach so das Zentrum, Danzig ist ein ja, wunderbarer Punkt, um da zu bleiben. Man kann es auch später nochmal umbenennen. Ich glaube, das hieß sogar mal irgendwie mit Königs irgendwas, oder? Spinn ich jetzt? Müsste mal wieder mal jemand in Wiki nachschauen und das mal bestätigen. Ich glaube, Danzig hatte wirklich mal was. Ich habe hier zwar hier unten Königsberg reingeschrieben, ich glaube aber Danzig hatte mal so einen Namen. Kann sein, dass ich spinne. Kann auch sein. Am liebsten würde ich ja unsere Hauptstadt nach Bornholm verlegen. Uneinnehmbare Festung. Bornholm. So, liebe Leute. Okay. Ja, haben wir den Kriegsgrund gegen Thüringen. Sehr schön. Währenddessen, ich glaube, wir können ohne zu bedenken Thüringen, Bündnis und Koalition, Einflussnahme. Man kann eine Garantie proklamieren. Dann werden sie auch keinen Ärger kriegen mit anderen Nationen. Zum Beispiel mit Sachsen, Brandenburg und Co. Deswegen machen wir das mal. Wir werden mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen hier. Und ein paar diplomatische Bewegungen vollziehen. Wir gucken mal. Ja, da müssen wir weiter. Wie gesagt, in Österreich und in Russland muss ich einfach meine Diplomaten belassen. Da können wir leider noch nicht anstinken. Also das wäre zu viel des Guten. Frankreich wäre nach wie vor immer noch interessant. Wir werden mal die Beziehungen hier verbessern nach Frankreich. Vielleicht kommen wir über den französischen Weg. Wer weiß, ich glaube nicht, dass sie lange noch so bleiben. Denn ganz entscheidende Kernprovinzen gehören ihnen. Sie müssen sich halt irgendwann mal von Provence lösen. Das habe ich auch noch nie so erlebt, dass sich das so entwickelt. Unglaublich, dass Lens, der sich auch noch halten kann. Okay, aber sind noch Vasall. Könnten einfach annektiert werden von Großbritannien. Wie gesagt, ein paar ganz seltsame Entwicklungen. Vor allem, dass Venedig aufgelöst worden ist, ist für mich auch unbegreiflich. Es müsste jemand kommen, der Österreich mal auf den Latz gibt. Ich denke mal, nationale Unruhen werden da auch eine Rolle spielen. So zerpflügt wie das hier alles. Guck mal, das ist ja da ein bisschen, da. Dann zieht sich das hier wie so eine Schlange lang bis Richtung Holland. Ich denke mal, hier wird es auch bald nochmal ein bisschen Streit geben. Ihre direkten Feinde sind Großbritannien, Skandinavien, Frankreich und Litauen. Sollen wir ganz recht sein. Litauen hasst uns nach wie vor, sind uns aber gänzlich unterlegen. Gerade was das Militär angeht, das stehen wir richtig gut da. Das will ich auch ein bisschen so halten auf Platz 1. Gut, ob wir Platz 1 jetzt auch in Friedenszeiten halten können, dass ich mal so stehen, kann ich mir kaum vorstellen. Aber ja, gut, dass wir mit Ungarn kein Bündnis eingegangen sind. Ihr seht, das wäre nicht zu unserem Vorteil gewesen. Das war mir so klar, dass die jetzt da auf den Latz kriegen von allen Seiten. Ob Polen sich jetzt so stark verbreiten kann, das mag ich auch mal zu bezweifeln. Ich denke mal, da wird es auch nochmal nationale Unruhen geben. In Ordnung. Mittlerweile sind wir auf Platz 5 insgesamt. Das beobachte ich jetzt gerade so ein bisschen. Und natürlich sparen wir uns Geld an. Ich würde, bevor ich die große Flotte für 1700 Gulden baue, würde ich ganz gerne die einzigartigen Gebäude noch hochziehen. Wenn wir die mal haben, bekommen wir in allen Belangen nochmal Vorteile, die wir wirklich sehr, sehr gut gebrauchen können. Sowohl die Manufakturen hätte ich ganz gerne, als auch die, ja, die Diplomaten haben wir schon, aber da gibt es noch ein paar andere Gebäude, wie zum Beispiel das glorreiche Monument für das Prestige oder die Admiralität für dann, wenn wir später dann uns eine große Flotte bauen, können wir dort einen guten Admiral ausheben. Die Kunstakademie, die Universität, all das brauchen wir. Das brauchen wir. Also, da müssen wir, und natürlich die Manufakturen, ne? Aber wie gesagt, da haben wir jetzt auch mal einfach ein bisschen Zeit, die wir ins Land
ins Land gehen lassen können. Was ich aber machen sollte ist, das muss ich jetzt nicht ewig warten, mal ein paar Fregatten ausheben. Das können wir ja machen, ne? 2, 3. 3 für, was war das, Nordsee, glaube ich, haben wir die geschickt, ne? Und dann bauen wir auch nochmal 3. Für Großbritannien da hinten. Die haben wir letztes Mal auch leider, also bei Marine-Traditionen werden wir nicht viel zu melden haben. Oh Gott, armes Ungarn. Ist erledigt, ja? Ist Feierabend? Es scheint so. Sie haben keine Verbündeten und wir werden nicht die Ersten sein. Dafür sind mir die Gegner, die hier sind, einfach zu groß noch. Gerne etwas später. Noch nicht. Tut mir leid. Da müsst ihr euch jemand anderes suchen. Ja, und was für mich noch ganz interessant ist, momentan nehmen wir halt sehr viel Geld in der Ostsee ein, weil wir da einfach vorherrschende Macht sind. Aber was für mich noch interessant ist, natürlich einerseits Sachsen, andererseits Lübeck. Das habe ich nicht außer, ja, aus dem Gedächtnis gestrichen oder aus dem Fokus verloren. Diese beiden Handelspunkte, die würden uns, ja, mittelfristig oder auch langfristig gesehen, würden die uns so viel Geld in die Kassen spüren, dass dann alles andere nur noch Formsache ist. Aber dann war ich schon, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war schon überrascht, wie gut wir das aushalten konnten, dass wir 51 oder 53 waren es ja streckenweise, Einheiten ausheben können. 53.000 Mann, also wir sind schon ein kriegerisches Volk, ne? Nee, also es ist nicht selbstverständlich, ne, dass man da doch so gut dann über die Runden kommt. Ich weiß halt nicht, ich würde mir das ganz gerne mal beobachten. Wir können das ja mal testweise hier machen. Armeetradition haben wir 39,5. Ich würde es vielleicht mal versuchen. Moment. Ah ne, Marienburg ist ein schöner Ort. Ich würde ganz gerne mal versuchen, ein bisschen den Armeeunterhalt nach unten zu schrauben, weil das sind immerhin 16 Gold, die wir aktuell gebrauchen können. Ich halbiere es einfach mal. Ist auch von der Moral nicht so toll, aber da können wir ein bisschen reinschauen, wie schnell wir da was verlieren. Und zwar hier bei der Armeetradition. 39,4 haben wir da gerade. Ah, Geld spielt keine Rolle. Ist das denn so? Haben wir? Ja, Geld spielt keine Rolle. Ein bisschen Inflation kann man sich immer erlauben, damit auch die Gebäude was zu tun haben, ne? Die das senken. So, wie gesagt, wir haben halt massig Möglichkeiten, da in die Richtung auszubauen, aber ich habe mich ja erstmal fokussiert auf die einzigartigen Gebäude. Deswegen warte ich da auch ein bisschen. Die anderen lassen sich schnell nachziehen. Wenn man aber schon mal so in Geld schwimmt, naja, Geld schwimmen ist auch anders, aber dafür, dass wir eine Landnation sind und eigentlich, ja, eigentlich gar nicht so megamäßig gut aufgestellt, was das angeht, ne? Finde ich, verdienen wir richtig viel Geld, also stehen richtig solide da. Ich denke mal, langsam werden wir Militärin dann auch sinken, allein von der Tradition her, ne? Weil wir jetzt jeden Monat verlieren. Aber das geht sogar noch, ne? Dafür, dass wir das gesenkt haben. Ich beobachte es gerade mal ein bisschen. 39,3 und jetzt am 1. Januar verlieren wir wahrscheinlich 0,1, oder? Jo, 0,1, Leute, das kann man sich echt eine Weile leisten. Ne? Also ganz runterschrauben möchte ich es ungern. Also da ist mir dann einfach unser Prestige auch einfach schon zu viel wert. Also die Armeetradition, die wir haben, um es ganz nach unten zu schrauben. Aber was, wir sparen jetzt hier die, wir sparen jetzt 5 Gold ein oder 5 Gulden pro Runde. Das beschleunigt natürlich schon ein bisschen, ne? Den Fortschritt. Unseren Fortschritt. So, währenddessen aber sollte man natürlich die Diplomatie nicht außer Acht lassen. Moskau wollte ich sagen, ich meine aber den in Russland, sowie den in Österreich, den würde ich ungern abgeben, einfach um zu beobachten, wie sich's entwickelt, ne? Kommt, meine Hübschen, was ist denn hier? Aggressive Expansion minus 20, unsere Sache ist gerecht. Kurze Pause. Die Anstrengungen unseres diplomatischen Korps hat die Welt überzeugt, dass unsere Ansprüche angemessen und unsere Handlungen gerechtfertigt sind. Und dass unsere Nachbarn nur wenig Angst vor uns zu haben brauchen, all unsere Handlungen so, das Argument ist im besten Interesse aller. Kommt, meine Hübschen. Ist das geil, oder? Ist das nicht herrlich? Das ist klasse. Hier müssen wir nur kurz ein bisschen abwarten. Ihr seht, wir haben immer noch annektierte Untertanen. Minus 3. Da schaue ich mal ganz kurz rein. Das wird man hier sehen, ne? Gerechte Sache. Och Gott, wie geil. Müssen wir langsam mal anfangen, Krieg zu führen wieder, ne? Hier. Das geht bis 55. Also die 2 Jahre würde ich ganz gerne noch abwarten. Wie lange geht das? Bis 58. Ja, und dann können wir ja noch Thüringen klar machen.
Sollen wir währenddessen schon mal Anspruch auf Anhalt erheben? Mit Brandenburg und Meißen, Thüringen, mit Böhmen und Hessen können wir uns alles leisten. Die Kriege können wir uns alles leisten. Ich hab gar kein Problem mit. Anhalt. Wir könnten mal zwei Untertanen sogar machen, ne? Nee, wir sind voll, was Diplomatie angeht. Ah ja, wir haben ja noch Staatsehe mit Ungarn. Polen hat sich auch wieder ausgeweitet da, ne? In die Richtung. Das ist auch interessant. Ich denke mal, Österreich könnte nochmal Schlesien gründen. Ist da denn so viel Ruhe? Guck mal, ihr seht, überall sind keine. Hier sind ein bisschen Unruhen. In Ratibor. Hier sind keine. Wir gucken mal hier hinten ein bisschen. Da ist alles total chillig bei Österreich. Das sieht man hier an den Unruhen und Autonomien. Das stört die überhaupt nicht. Ja, und was ist los, mein liebes Frankreich? Die kommen gar nicht. Guck mal, die Provence ist genauso groß wie Frankreich. Okay, da haben wir es fertig. Da könnte man vielleicht mal eine Staatsehe. Ne. Kann man keine installieren, aber vor Frankreich müssen wir uns auch gerade nicht fürchten. So. Viel eher. Ich schau mal. Immer noch Platz 1. Sehr schön. Sobald wir da Platz 3 erwischen. Oder Platz 4, genau. Wir sind bei den anderen Sachen Platz 4. Also finde ich, Militär ist auch in Ordnung, Platz 4. Sobald wir da ankommen, werde ich den Unterhalt wieder nach oben schrauben. Oder wir sind vorher halt schon im Krieg, ne? Klar. Wir schauen mal ganz kurz bei der Armee-Tradition. Wo sind wir da? Ach, das ist doch alles noch in Ordnung. Da kann man auch ein bisschen einsparen, ne? Um ein bisschen Gold zu machen. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ja, genau. Unsere Schiffe wollte ich nochmal losschicken. Wo war das denn richtig gut? Hier, genau. In Novgorod, die drei Stück. Und die drei Freunde in die Nordsee. Für 0,30? Das ist echt nicht viel, ne? Naja. Macht ja nix. Da ist noch eine Flotte irgendwo. Was ist mit denen denn? Das ist eine Fregatte. Ach, wie schön. Die schicken wir mal nach Stettin. So, wir sollten eigentlich langsam genügend Geld haben für die erste große Geschichte hier. Was nehmen wir denn? Eine Kunstakademie oder eine Universität? 783 bloß. Und was kostet die? Admiralität wäre ja zu früh. Ich nehme mal das glorreiche Monument. Natürlich stellen wir das nach Danzig. Ich würde schon ganz gerne Danzig so als zentralen Punkt machen. Ist unsere Hauptstadt. Ich finde sie auch. Ich finde sie gut gelegen. Ich finde, sie ist ein Handelszentrum. Das ist schon mal ganz wichtig. Ne? Hier sieht man ein wichtiges Handelszentrum. All das macht sie wirklich. Oder ja. Ja, ist einfach prädestiniert dafür, ne? Hauptstadt zu sein. Man könnte es nochmal umbenennen. Muss mir was Schönes einfallen lassen. Es heißt rein. Historisch ist es ja korrekt, dass es Danzig heißt. Ich finde es aber. Irgendwas, was für uns passen würde. Die Greifs, ne? Einfach Greifswald eigentlich, aber Greifswald gibt es ja hier in Vorpommern. Nämlich genau hier. Was ist denn angegeben? Stralsund ist größer noch, ne? Als Greifswald zu der Zeit. In Greifswald steht eine Universität. Müsste man eigentlich hier zur Universitätsstadt machen. Aber ist ja, wie gesagt, Stralsund wird hier ausgegeben als. Als Stadt. So, währenddessen wir das glorreiche Monument ausbauen, das dauert ja bloß ein Jahr. Das ist ja entspannt. Ja, wir werden uns ein bisschen weiter hier fokussieren, was denn noch ansteht. So, da sind wir bei minus 10. Oh, da haben wir ein bisschen schleifen lassen. Militär, wie gesagt, das werde ich bei aller Liebe niemals schleifen lassen. Und selbst wenn ich dann einen teuren Berater rein investieren muss, weil das will ich ganz gerne jetzt so halten, wie es ist. Wir haben auch Militär soweit ausgebaut, ne? Zweimal haben wir Militär komplett ausgebaut. Das heißt, in wirklichen Kriegszeiten können wir da sogar noch mal eine Politik bestimmen. Nämlich, sowas wie Disziplin hier. Oder hier drüben, oder? Ne, hier haben wir doch Disziplin oder Truppenlimit-Modifikator 33%. Das könnten wir alles noch hinzufügen, wenn denn wirklich ein großer Krieg ansteht. Dürfen wir nicht vergessen, wenn es denn soweit ist. Ansonsten. Was ist denn da so schlecht ausgebaut? Potsdam! Warum ist Potsdam denn so schlecht ausgebaut? Ich baue mal die Handelsgeschichten noch ein bisschen weiter aus. Bringt ja auch immer ein bisschen was. 9. Haben wir noch ein bisschen Geld? Nee. Jetzt habe ich es aufgebraucht. Ein Trockendock können wir uns noch leisten in Ostpreußen. Jetzt ist es leer. Müssen wir ein bisschen sparen. Aber Potsdam, warum haben sie Potsdam so schlecht ausgebaut? Das hat doch Eisen. Ja. Aber die KI ein bisschen nachlässig, meiner Meinung nach.
Das Salz aus Posen will ich auch. Steinhafen. Steinhafen. Was man sich so einfallen lässt, ne? So, Geld spielt keine Rolle. Wir gucken nochmal kurz rein, bevor ich das unterschreibe. Ja, ging gut zurück, ne? Nimm mal alles mit, was wir gebrauchen können. Ich hoffe auch, mein nächster König ist so gut wie die... Also die Dynastie war bis jetzt richtig gnädig mit uns, ne? Der Friedrich, ich meine, der ist auch nicht so schlecht. Der Vorgänger war halt noch besser. Und Friedrich ist auch nicht so verkehrt, wenn man sich überlegt, das Mögliche... Also es sind 18 Punkte möglich. Und wenn man denn so knapp, sagen wir mal, wenn man die Hälfte hat, ist das eigentlich immer ganz stabil, finde ich. Wenn man 9 Punkte verteilt hat, finde ich das klasse. Dass er natürlich jetzt auch noch im Militär so gut ist, umso besser. Ne? Macht es natürlich umso angenehmer. Sehr schön. Bin, wie gesagt, da vollkommen zufrieden. So. Österreich. Da wollen wir doch mal einen hinschicken, ne? Da könnte man auch nochmal probieren, Kaiser zu werden. Großartig. Da müssen wir mal schauen, wie die, was die anderen von uns so halten. Aber uns mag irgendwie keiner hier so richtig, ne? Korsika. Aha. Bayern. Sie geben uns alle keine Stimmen. Salzburg nicht. Wo sind wir denn hier am besten aufgestellt? Schon Korsika, aber da haben wir gar keinen Zugang. Würzburg. Probier's einfach mal, oder? Beziehungen verbessern. Lassen wir mal laufen. Mit den Kurfürsten. Ob da sich irgendwas in die Richtung... passiert. Wir können auf, noch momentan ist auch noch katholisch der vorherrschende Glaube. Es wurde noch nicht mal diese katholische Liga gegründet. Ärgerlich ist, dass wir die einzigen sind, die reformiert sind. Ne? Das muss man auch wieder festhalten, dass wir hier nicht wirklich wir müssten mal viel dennoch rein religiös dennoch umändern, wenn wir noch weiter wachsen wollen und möchten. Aber gut, das passt. So, gut, das ist jetzt ein bisschen, das wäre ja zu teuer, ne? Das wären, wie viele Punkte wären das? 793 Militärmachtpunkte müssten wir investieren. Dann können wir ein bisschen warten. Vielleicht schaue ich mal kurz. Wann gibt es denn die nächste Idee? Mit 22, glaube ich. Ja. Ja, da werden wir noch kurz ein bisschen warten. Wie gesagt, die 55% obendrauf müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Da wäre es halt mal interessant, hier bei den Einflussideen noch ein bisschen Gas zu geben. Diplomatisches Geschick. Reisezeit Gesandter. Und dann müssten wir bei der Administration... Eigentlich wäre das nächst sinnvollste, wäre die Administrative, ne? Da nochmal zu investieren. Was wäre denn da... Haben sie mittlerweile Verbündete? Immer noch nicht, ne? Tut mir leid. Wie gesagt, ich lasse mich jetzt hier auch von denen nicht in den Krieg reinwurschteln. Oh, wir sind auf Platz 4. Alles klar, ich werde mal wieder meine... Militärausgaben erhöhen. Schrittweise mal auf 75% bringen. Sonst fallen wir hier zu weit ab. Jetzt sind wir wieder auf Platz 2. Sehr gut. So. Da oben hätten wir schon mal was. Eine Akademie. Wir haben von allem noch überall was. Ne? Da müsste man noch ein bisschen fleißiger werden. Da können wir zwei Gebäude... Das Monument dürfte fertig sein. Das heißt, wir gewinnen auch jedes Jahr noch Prestige. Da... Es pendelt sich dann circa bei 30 ein, wenn man da das mit diesem Monument zum Beispiel verknüpft. Da gibt es aber noch was, was Prestige bringt. Ich glaube, das war bei den Ideen, nämlich hier, die Innovationsideen. Die wollte ich ja ganz gerne noch machen. Das wäre das nächste, genau, die Innovationsideen. Vielleicht gehe ich aber dann doch nochmal einen Schritt erst in Richtung Militär, weil unser nächster... unser Nachfolger ja auch schon wieder eine 6 hat im Militär. Das heißt, wir sammeln dort am meisten Punkte. Dann gehen wir dann nochmal in die Offensivideen und dann sind wir eigentlich im Militär schon durch. Und dann können wir die anderen Sachen ganz geschillt hinterherziehen. Brauchen dann auch keinen Berater mehr in dem Bereich. Ich denke mal, das wird so das Sinnvollste sein. So, wir wollten Krieg führen. War angedacht. Das heißt, wir lassen mal aufmarschieren. In Potsdam. Wie sehen denn hier die Verhandlungen aus? Böhmen und Hessen. Anhalt. Haben wir da jetzt eigentlich Anspruch fingiert? Nö, noch nicht. Nur dann nehmen wir uns nur Thüringen, oder? Wie sieht es mit Österreich aus? Die leben gerade in Frieden, denen geht's gut. Die 20 Jahre, sind die schon abgelaufen für die Expansion? Ne, noch nicht ganz.
Ja. Wir werden dann auch schon mal gleich... Wir werden dann höchstwahrscheinlich Brandenburg zum Vasall machen, oder? Und dann langsam, dann schrittweise annektieren, wenn wir hier Krieg führen. Oder sind die überhaupt dabei? Moment. Ist Brandenburg hier überhaupt dabei? Ne, Böhmen und Hessen. Und wenn ich anhalt, Brandenburg und Meißen, umso besser machen wir das so. Ich muss noch kein Kaiser werden. Auf geht's. Noch fix den Anspruch fingieren. Wie ich angekündigt habe, brauchen wir halt ein bisschen länger. Für den für die nächsten Kriegsziele. Schauen wir ganz kurz. 27 Gold. Armee 14 Gold. Wo sind wir denn da? Platz 3. Ja, Skane, das haben wir jetzt verloren. Die nördliche Richtung. Aber dafür gehen wir halt hier südlich weiter. Ja, dann führen wir den Krieg gegen Anhalt. Annektieren Anhalt. Und machen Brandenburg zum Vasall, ne? Das, wenn die jetzt hier so dabei sind, das wäre dann eigentlich der nächste logische Schritt, meiner Meinung nach. Ich denke, das passt auch ganz gut. Dann haben wir da auch nicht zu lange jetzt, oder zu viel aggressive Expansion, obwohl wir die momentan gerade einsparen würden. Nur aufpassen muss ich ein bisschen, dass wir nicht zu viel verschwenden hier von den Einheiten. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo noch ein bisschen weiterkomme. Regimentscamp. Haben wir da schon gebaut? Sind wir da noch nicht so weit? Ach so. Wir müssen erst noch weiter ausbauen. Neumark. Ja, ich wollte eigentlich die großen Gebäude, habe ich gesagt, aber wir haben zu viele militärische Macht, sodass ich das erstmal investiere. Und wir können momentan nur mit einem riesen Malus von 4,5 Jahren Militärtechnologie investieren. Das wäre mir jetzt ein bisschen too much, wenn ich ehrlich bin. Also nicht böse sein, dass ich ein bisschen vom Plan abgehe, aber das muss man ein bisschen... Man muss da ein wenig reaktionär sein. So, wie sieht's denn aus? Wieder Platz 1, ne? Dank der vollen Subventionierung unserer Armee. Ja, wir haben doch noch einen zweiten Anführer. Den können wir auch zuteilen. Wenn der Anspruch dann durch ist... Wie gesagt, sie haben ein Bündnis mit Brandenburg und Meißen. Meißen ist direkt hinten dran, oder? Jupp. Das schaffen wir alles mit... Den beiden Armeen, würde ich mal behaupten. Oh, Zielübungen, wo sind die denn? In Kulm. Ja, dann schicken wir doch mal hier unseren Kollegen nach Kulm. So. Weil wir auch schon ein paar Straßen gebaut haben in manchen Provinzen, haben wir da auch weniger Ruhe, weniger Zeitverzögerung bei der, beim Bewegen der Einheiten. Neumark. Dann geht's ab nach Hinterpommern. So, Danzig. Ich hoffe, sie kommen erst dann, wenn wir da sind. Dass wir den Defensivvorteil haben. Sehr gut. Der Anspruch ist durch. Bitteschön. Oh, das macht den Jungs doch Spaß. Das macht denen doch Spaß. Auf geht's. Ja, wenn wir dann Brandenburg zum Vasall gemacht haben, dann haben wir auch Zugriff zu Oberlausitz, ne? Dann müssen wir uns da auch nicht mehr so viel Gedanken machen, wie wir da hinkommen und verteidigen können. Da gibt es sogar ein paar, schaut mal, Nationalisten, die werden jetzt... Ach nee, Thronanwärterrebellen, na klasse. Och Gott, was ist denn mit Österreich los? Die machen mobil, warum? Ich bin mal gespannt, was da los ist. Wie lange ist unser Malus auf annektierte Untertanen? Euer Land anschauen. Oh, haben abgeschafft, sehr gut. So, Skandinavien, die Kriegs- oder die Ansprüche sind leider abgelaufen. Ja, waren auch noch nicht möglich. Habt ihr ja mitverfolgt. Und dann würde ich sagen, die 17 nach Anhalt, die 18 nach Brandenburg. Dann haben wir schon mal ein bisschen Ruhe. Könnten wir noch auf 20-20 erhöhen, klar. Ja, läuft eigentlich ganz gut, ne? Dann können wir jetzt, wenn das losgeht... Ich warte kurz bis 99 circa oder 90 rum und dann legen wir sofort los und erheben Kriegssteuern und dann forschen wir. Also, dass wir das gleich mit einem Schritt durchziehen. Vielleicht haben wir Glück und kommen da ohne großen Malus auf die nächste Stufe. 3,5 Jahre ist ein bisschen lang. Vielleicht baue ich dann noch mal ein bisschen was aus. Übungsplatz. Baracken. Baracke Nummer 6.
Da dürfte uns eigentlich auch keiner in die Parade fahren, hoffe ich. Hoffe ich. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, dass jetzt uns keiner übel nimmt, dass wir jetzt hier gleich ein bisschen unsere Nachbarländer in den Krieg stürzen. Wir sehen uns, Leute. Nächste Folge geht's weiter. Krieg gegen Anhalt, Meißen, Brandenburg und Co. Mal schauen, wie es ausgeht. Haben wir genügend Einheiten? Sind wir vollständig? Wir sind vollzählig. Wir können loslegen. Also, bis dann. Macht's gut und ciao, ciao.